Die Polizei sucht aktuell nach der 17-jährigen Alexandra Silvana T., die seit Sonntag vermisst wird. Alexandra Silvana ist 1,55 Meter groß, schlank und hat lange schwarze Haare. Welche Kleidung sie trug, ist unbekannt. Sie verließ ihre Wohngruppe in Duisburg-Obermarxloh und wollte am Abend zurück sein. Sie ist seitdem telefonisch und über soziale Netzwerke nicht erreichbar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Duisburg zu melden. ThyssenKrupp hat sein indisches Elektrobandgeschäft an ein Konsortium verkauft. Der Verkaufspreis beträgt rund 440 Millionen Euro und die Transaktion soll in den nächsten Monaten abgeschlossen werden. Die Entscheidung, die Einheit zu verkaufen, erfolgt aus marktstrategischen Gründen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Das frei werdende Kapital wird in die grüne Transformation der ThyssenKrupp Steel Group investiert. Zukünftig konzentriert sich das Unternehmen auf Wachstumsmärkte in Europa und Nordamerika. In 2 Wochen startet auf der Strecke Emmerich-Oberhausen eine intensive Bauphase. Ab dem 1. November 2024 bis zum 17. Mai 2026 wird an einem 3,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Förde-Friedrichsfeld und Wesel gebaut. Im Fokus steht der Neubau der Brücke über den Wesel-Datteln-Kanal. Die DB verspricht, die Strecke zu über 70% eingleisig nutzbar zu halten. Fahrgäste finden Infos zu Änderungen und Ersatzverkehr auf zuginfo.nrw und im Medienpaket online. Die DVG und die Stadt Duisburg arbeiten an der Modernisierung der ÖPNV-Infrastruktur. Von Freitag, 25. Oktober, bis Sonntag, 27. Oktober, finden deshalb auf der Wannheimer Straße Gleisbauarbeiten statt. Auf der Linie 903 ersetzt ein Schienenersatzverkehr die Bahnen deshalb zeitweise durch Busse. Busse fahren auf dem Abschnitt zwischen Marienhospital und Hüttenheim-Schleife in beide Richtungen. Die Modernisierung hat in den letzten Jahren Fortschritte erzielt und wird kontinuierlich fortgesetzt. Der Stadtwerketurm in Duisburg bleibt seit Monaten dunkel, obwohl er längst wieder leuchten sollte. Seit Ende Juli sind nur noch rote Warnlichter aktiv, das markante grüne Licht fehlt. Die Stadtwerke hatten die Beleuchtung planmäßig abgeschaltet, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Verzögerungen bei der Beschaffung von Ersatzteilen verhindern bisher das Ende der Arbeiten. In den nächsten Wochen soll der Turm aber wieder in seinem gewohnten Grün erstrahlen. Von heute Abend 21 Uhr bis Montag 5 Uhr ist die A40 am Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg vollgesperrt. Grund ist die Auflegung des Überbaus eines Brückenbauwerks und Schalungsarbeiten über der A40. Zusätzlich erfolgen Deckensanierungen und Kanalbauarbeiten im gesperrten Bereich. In Fahrtrichtung Essen ist die A40 ab dem Kreuz Kaiserberg gesperrt. Die A3-Auffahrt Richtung Arnheim-Köln bleibt offen. Eine großräumige Umleitung über die A52 Düsseldorf und A3 ist ausgeschildert. Der Zoo Duisburg feiert sein 90-jähriges Bestehen mit einem besonderen Thementag zur Futterlogistik. Am 19. Oktober erwarten Besucher kommentierte Fütterungen und interaktive Informationsstände. Ein Highlight ist die offene Heuscheune, in der riesige Heuballen ausgestellt werden. Besucher können landwirtschaftliche Geräte des Zoos wie Traktoren und Mähwerke bestaunen. Bei Fütterungen der Gorillas, Seelöwen und Brillenbären erhalten Gäste Einblicke in die Tierernährung.